Meine Damen und Herren, es ist 11 Uhr, Zeit also für das Sonntagsvideo auf meinem kleinen Kanal. Ich bin der Callcenter Crusher und begrüße euch herzlich. Es geht heute um drei Betrügerfirmen, die aus reinster Nächstenliebe dabei helfen wollen, dass ich unfassbar reich werde, wenn ich nur deren Anweisungen folge. Ach, was gibt es doch für nette Menschen auf unserer Erde. Nach dem Intro könnt ihr ja mal verfolgen, wie nett die wirklich sind. Die langen Wartezeiten im Telefonat habe ich euch natürlich wie immer herausgeschnitten. Und nun viel Spaß, es beginnt. Ja, bitte. Hallo, Herr Richard, ich bin's wieder, Frau Zickermann. Sie haben gesagt, später nochmal anrufen. Jetzt, ja. Okay für Sie? Herr Richard ist ja ein Vorname. Ja, und wie lautet Ihr Nachname? Den müssen Sie ja da stehen haben. Sieben Eicher ist. Ja. Stimmt? Ja, so einfach okay. Ist es. Okay, Herr Sieben Eicher. Das ist das Online-Börse. Wir haben schon gesprochen. Nee, was haben wir, wann haben wir gesprochen? Wie ich weiß, es war Anfang März. Sie haben sich Gasprofit registriert. Und Ihr Konto bis jetzt noch nicht aktiv. Und darum rufe ich Sie an. Sollen wir Ihr Konto jetzt aktivieren zusammen? Welche Firma sind Sie denn? Das ist das Finanzwelt, aber Sie haben Werbung Gasprofit gesehen. Ich wollte ja nicht die Werbung sehen. Finanzwelt, wie heißt Ihre Webseite bitte? Finanzwelt, das ist das Gasprofit, dort haben Sie sich registriert. Aber Plattform heißt Finanzwelt. Gut. Das Plattform, ist das, also www. Werbung. Ah, je, wenn Sie möchten, ich kann Sie senden. Moment, bitte. Nee, Sie können es einfach sagen. Finanzwelt. Okay. Moment, und weiter? Moment, ich werde da. HTTPS, ich werde Sie sagen. Ich kenne zwar den Buchstaben H nicht, aber. Also, TT, Theodor, Theodor. Ja, Finanzwelt und weiter. PS, zwei Punktchen, zwei Schläge, Finanzwelt.pro. Finanzwelt.pro. Pro. Genau, ich kann Sie sogar unsere Werbungen versenden. Ich kann das auch machen. Die Werbung von Yahoo und so. Bewertungen meine ich. Da können Sie das lesen, schauen. Bewertungen, wo sind Sie bewertet worden? Bitte? Wo von sind Yahoo zum Beispiel. Na, das ist ja, na, das ist ja nichts. Das ist Bewertungen sind so nichts. Bitte? Bewertungen bei Yahoo sind ja nichts wert. Die können gefaked werden. So, also das ist jetzt Ihre Webseite. Okay. Ja, sind gut. Sie rein, okay? Oder? Mhm. Ja. So, und was bieten Sie jetzt an? Das ist das Mindestbetrag, Sie haben schon auch gelesen, das 250 Euro. Und nach der Zahlung bekommen Sie Unterstützung von unserer Expertenseite. Da können Sie mit 250 Euro testen, schauen, wie es geht, wie es funktioniert. Wenn Sie später möchten, das stoppen, da können Sie jederzeit das machen, auszahlen lassen und das war's. Wenn Sie möchten mehr investieren, da können Sie das machen. Wenn Sie möchten mit 250 Euro das schauen, testen, wie es läuft, wie es geht, da können Sie das machen. Langfristig oder kurzfristig, das alles Ihre Entscheidung, ja, sozusagen. Und wir haben auch Autotrader, das heißt, Sie können auch automatisch handeln. Wir haben PayPal, wir haben Rückrufnummer, wir haben sehr viele Vorteile. Ja gut, aber die Frage war doch, mit was kann man bei Ihnen handeln? Womit Sie möchten. Sie können mit Gas, Sie können mit Öl, Sie können mit Bitcoiner, Rohstoffe, DAX und wie Sie möchten. Gold, Silber. Ich würde mich für seltene Erden interessieren und Kobold. Ja. Ja, das meine ich. Nach der Zahlung mache ich einen Termin. Noch mehr Informationen werden Ich möchte erst mal wissen, ob ich bei Ihnen überhaupt handeln möchte. Kann ich mit seltenen Erden handeln? Ja, Sie können natürlich. Natürlich, ja, Sie können.
Da wir haben verschiedene Produkte. Und Das ist das Plattform und gibt es verschiedene Produkte, womit man kann handeln. Das ist nicht nur einzige Produkt, womit man kann handeln. ja, Das ist, und ich habe welche Geschäft speziell, haben Sie gesehen, nur ich ein habe, Produkt? hallo, Ja, bitte. ich habe Ja? speziell nach seltenen Erden gefragt und nach Kobold. Ja, und? Ja, kann man das bei Ihnen handeln? Ja. Das sehe ich leider Mit auf welchem Ihrer Seite Produkt? nicht. Ich weiß nicht, was sehen Sie, aber Ja, mehr Ihre Webseite. Informationen und das verstehe ich, aber Aber. mit welcher Firma haben Sie gesehen oder mit welchem Geschäft sehen Sie das nur eine Produkte? Gibt es verschiedene? Ja, Man kann und mit ich frage, verschiedenen ob ich Produkten. bei Ihrer Plattform mit seltenen Erden und Kobold handeln kann. Herr Siebeneicher, wenn Sie Interesse haben, dann können Sie das machen. Wenn Sie haben kein Interesse, da brauchen Sie nur einfach was sagen oder was fragen und das Warum ist nicht so komisch. frage ich denn nach seltenen Erden und Kobalt, wenn ich kein Interesse hätte? Ich habe doch Interesse. Nur möchte ich gerne wissen, Dann, ob. Herr Siebeneicher, ich habe Sie Warum gesagt, dass unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? mehr Informationen bekommen Sie von Gut, dann geben Expertenseite. Sie mir bitte den. Hallo! Hallo! Mal Meine Arbeit, Ihre zuhören! Konto Nicht dauernd aktivieren. reden! Zuhören! Und? Zuhören! Sie reden in Und? eins durch. Also dann geben Sie bitte den Experten, der mir sagen kann, ob ich mit seltenen Erden und Kobold handeln kann. Jetzt hören Sie mir. Nach der Zahlung werde ich Termin machen, weil die sind Nee, beschäftigt, die nee, können jetzt nicht machen. nee. Denn nee, das ist Ihre Nee, ich möchte Entscheidung. vorher wissen, ob ich damit handeln kann. Wenn nicht, würde ich gar nicht bei Ihnen handeln. Okay, sagen Sie mir nochmal, ich werde schreiben und fragen, bleiben Sie in der Leitung, Ja, bitte. Sagen Sie mir Kobold nochmal, und welche seltene Erden. seltene Erde, ja? Ja, und Kobold. Erde und Kobold? Ja. Kobold. Moment, bitte. Bleiben Sie in der Leitung. Ich werde jetzt Ihnen sagen. Moment, bitte. Ja. Okay, Herr Siebeneicher. Ja. Das ist das Rohstoffe und damit man kann handeln. Im Finanzmarkt, es ist offener, man kann damit handeln. Das ist das Rohstoffe. Damit kann man handeln. Handeln. Was? Ja. Welche Sprache sprechen Sie? Handeln ist es ein Wort, das ich gar nicht kenne. Okay. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren oder nicht? Ja, wie geht das? Das geht mit 250 Euro. Nachdem sende ich Ihre Zugangsdaten. Dann mache ich einen Termin mit Experten und mehr Informationen, weitere Ihre Frage, alles, die werden Ihnen dabei helfen und alle Fragen antworten. Gut, und wie kann ich mein Geld nun zu Ihnen transferieren? Da haben wir Visa, Master, Kreditkarte, Online-Banking, Apple Pay. Haben Sie Apple Pay? Nein, iPhone haben Sie? ich würde Online-Banking nutzen. Online-Bank. Dann werde ich Sie einen Link senden. Ein Link? Mit Nee, dieses, ich brauche ja nur eine ja. IBAN. Ich brauche ja keinen Link, ich brauche ja Nee, eine leider, IBAN. das ist das Online-Börse. IBAN, Doch. Banküberweisung akzeptiert nicht Doch, Online-Börse. stimmt. Haben Sie PayPal? Nein, die Börse ist ja, Sie sind ja nun nicht auf der Börse. Ihre Firma, es ist ja Ihre Firma. Finanzwelt. Was meinen Sie? Ja, Finanzwelt, Ja, und das ist Ihre das Firma, Börse. ja, nee, Sie sind ja nicht die Börse. Sie handeln vielleicht auf der Börse als Ihre Firma, aber Sie selber sind nicht die Börse. Herr Siebeneicher, bei uns akzeptiert Banküberweisung nicht, weil kann es dauert ein paar Wochen oder weiß Nein, ich es nicht wie dauert nur ein paar lange. Tage. Es gibt Sofortüberweisungen und das ist am selben Tag Kann drauf. sein, Ja, kann sein. aber macht. Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Ist das so Das Usus bei Ihrer Firma, mich dauernd so zu unterbrechen? Sie sind sehr bei uns unseriös. akzeptiert nicht Banküberweisung. Wir arbeiten nur Ja, mit Pech für Sie. Dann gehe ich Online-Überweisung. zu einer anderen Firma. Kein Problem. Ich überweise nur. Kein Problem.
Guter Weg, guter Weg. Gut, genau, gut. Hallo? Hallo, guten Tag, darf ich mit Ludwig Steinsberg-Müller Müller, ja. reden? Guten Tag, Anne Klein spricht am Apparat. Ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung am Finanzmarkt, ja? Das hat aber nicht geklappt. Was meinen Sie bitte? Ja, ich sollte da auf eine Seite geleitet werden und da wurde nichts angezeigt und mein Antivirenprogramm hat die Seite sofort blockiert. Welcher Seite? Metaprofit. Sie haben die Daten geschrieben und Ihre Daten sind schon bei mir weitergeleitet. Genau Und von deswegen habe ich welcher angerufen. Firma sind Sie jetzt? Ich melde mich Coin Europa Capital. Da hatte ich mich ja nicht angemeldet. Ich hatte mich ja bei Metaprofit angemeldet. Sie sind in unserem Bewerbungsplattform angemeldet. Ich bin Ihre Kontoberaterin und ich helfe Ihnen Hallo. weiter, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Ich hatte mich bei Metaprofit angemeldet. Ich sehe in meinem System, dass Sie sind in Was? Metaprofit Ja, angemeldet. und warum rufen Das ist Sie mich dann an? unsere Bewerbungsplattform. Wo können Sie die Daten schreiben und dann bekommen Sie die Anrufe. Ohne mich können Sie kein Handelskonto aktivieren. Genau Gut. deswegen habe ich angerufen. Ich helfe Ihnen weiter, Ihre Handelskonto zu aktivieren. So, und welche Plattform haben Sie jetzt? Wie gesagt, ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung. Das Es war ist nicht meine Frage. Von Metaprofit. welche Plattform Ich haben Sie melde jetzt? mich, also darf ich auch reden, Ja, oder? Sie reden ja nur. Ich darf ja keine Frage stellen. So, sie hat schon die Frage gestellt. Ja, ich antworte jetzt. Darf ich, oder? Ja, dann beantworten Sie die Wie Frage, welche gesagt, Plattform ich Sie melde sind. mich Coin Europa Capital. Wie wird das geschrieben? Ich möchte gerne Ihre Webseite sehen. C wie Cäsar. Ja. O wie Otto. Ja. I wie Ida, Ja. N wie Nordpol, Ja. E wie Emil. Ja, Augenblick, Augenblick. So. So, Coin habe ich. Wie geht's weiter? E wie Emil, U wie Udo, R wie Rudolf. Langsam, so schnell kann doch keiner schreiben. Also, Cäsar, Otto, Ida, Nordpol. Weiter, bitte. E wie Emil. Ja. U wie Udo, Ja. R wie Rudolf, Ja. O wie Otto, Ja. C wie Cäsar, Ja. Weiter bitte. nach dem C kommt A wie Anton. Sagen Sie mir bitte, ich Herr Steinsberg-Müller, Sie brauchen zuerst Informationen haben, oder Ja, müssen erstmal Sie nur möchte ich Ihre Plattform Webseite schauen? sehen. Erstmal möchte ich Ihre Webseite sehen. Also, Okay. Coin Euro CA und weiter. P wie Paula, I wie Ida, Ja. T wie Theodor, A wie Anton, L wie Ludwig, Ja. Punkt C O, Cäsar Punkt Otto. CO. So. Dann wollen wir die Seite doch mal öffnen. Haben Sie? Ja, die ist auf Französisch. Nein, das ist nicht Französisch. Ja, jedenfalls kenne ich die Sprache nicht. Sie können die Sprache wählen dort. Ja, Englisch oder was ist das andere für eine Sprache? Sie können alles auf Deutsch haben auch. Nee, da, ich sehe nur zwei Flaggen hier. Keine deutsche ist dabei. Doch, Sie können alles auf Deutsch haben Wie auch. denn? Sie sollen Sprache wählen. Ja, wo denn? Ganz oben. Ja, da ist eine, weiß ich nicht, luxemburgische oder und nur eine englische Flagge, mehr nicht.
Keine deutsche Flagge. Unter Ihrer E-Mail-Adresse, ich sende Link, womit können Sie das schauen, ja? Ja, gut, dann senden Sie mal. Okay, geben Sie nur ein paar Sekunden Zeit. Aktualisieren Sie bitte Ihre Posteingang. Haben Sie schon meine E-Mail? Ja, nee, habe ich nicht. Warten wir zusammen. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 57. 57. Und Sie? Ja. Wie alt sind Sie? 35. Ja, ist aber immer noch keine E-Mail da. Sie haben es schon. Nein, habe ich nicht. Schauen Sie im Spam. Beruhigen Sie bitte, okay? Ich bin völlig ruhig. Ich sagte Ihnen nur, dass ich keine E-Mail bekommen habe bis jetzt. Schauen Sie im Spam auf. Ich habe keinen Spam-Ordner. Ja? Hallo. Hallo, Herr Richard Siebeneicher. Ja, wer ist denn da? Ja, Anar Neumann. Ja, wir haben vielleicht vor einer Stunde einmal miteinander gesprochen. Erinnern Sie sich, ja? Da war und, was, ja. Wir hatten schlechte Internetverbindung. Aus diesem Grund, ich kann nicht weiter mit Ihnen sprechen. Und jetzt haben wir gute Internetverbindung. Aus diesem Grund habe ich Sie anrufen. Ja, genau. Von wo rufen Sie denn an? Genauer gesagt, ich rufe Sie von dem Unternehmen, das heißt Asper Investment. Wie heißt Asper das? Asper Investment. Asper Investment. Das kenne ich gar nicht. Asper. Sie haben gesagt, schicken Sie bitte per meine E-Mail-Adresse, ja? Ja, haben Sie das gemacht? Nein, ich habe schon Ihnen gesagt, dass wir hatten schlechte Internetverbindung. Aus diesem Grund habe ich nichts gemacht. Und jetzt sende ich per Ihre E-Mail-Adresse, okay? Welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Ja, genau. Das war eine Frage. Welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Welche? Das heißt richard.siebeneicher@mail, ja? Mit @mail? Nee, habe ich nicht. @mail kenne ich nicht. Okay, öffnen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe schon in den... Hallo, ich verstehe Sie nicht. Sie haben doch keine gute Internetverbindung. Ihre Stimme kommt nicht so gut. Ja, ich höre... Ja, das liegt an Ihrer Internetverbindung. Hallo. Herr Richard, Ihre Stimme kommt nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, das liegt an Ihrer Internetverbindung. Ja, ich habe schon Ihnen gesagt, dass Ihre E-Mail-Adresse ist richard.siebeneicher@mailbox.org, ja, ist richtig. Ja, okay, ich habe schon Ihnen einfach Hallo geschrieben, ja? Nur nö, Hallo? Ist noch nichts da. Sie haben noch nicht bekommen. Ah, jetzt ist was gekommen. Jetzt gerade eben. Genau. Okay. Hier wird geschrieben, mein Name Anar Neumann und unsere Webseite. Nee. Unser Unternehmen, ja? Asper Investment. Nee, da steht nur Hallo als Text. Wie bitte? Da steht nur Hallo als Text. Ja, ich habe schon einfach Hallo geschrieben. Und ich verstehe Sie gar nicht. Sie haben wieder eine schlechte Leitung. Ich verstehe Sie kaum. Okay, haben Sie bitte nochmal ein Telegramm oder. Bitte, was habe ich? Sie wollten mir ein Telegramm schicken? Telegramm. Ja, wollen Sie mir ein Telegramm schicken mit der Post? Er ist raus. Oh, da kommt noch ein Anruf. Ich hol rein. Hallo?
Ja, Ihre Stimme kommt nicht so gut, aus diesem Grund habe ich Sie aufgelegt und wieder auf Sie. Und ja, genauer gesagt, ich habe Ihnen ja, aus diesem Grund habe ich Sie einfach Ich verstehe Sie leider nicht. Ihre Internetleitung ist immer noch so schlecht. Ja, ich weiß das, aber schauen Sie. Ja, aber ich kann Sie doch gar nicht hören. Ich habe Ihnen einfach Hallo geschrieben, ja? Ja. Hallo geschrieben. Und ich möchte nicht mehr Ihre Zeit nehmen, ja? Viel Zeit von Ihnen nehmen. Aus diesem Grund. Ich habe nur Hallo geschrieben und sofort gesendet. Ja, und? Sehen Sie? Ja, ja, sehen Sie, dort gibt es meinen Namen, ja? In meinem E-Mail-Adresse gibt es meinen Namen, Anna Neumann, und unser Unternehmen neben das. Asper Investment. Ah, okay. Da hätten Sie keinen Link schicken können. Ja, ich werde jetzt Ihnen einfach noch einen Link schicken, okay? Ja. Bleiben Sie bitte am Apparat, okay? Ja. Okay. Moment, bitte. Moment bitte, jetzt habe ich schon einen Link gewählt. Ja. Moment. Okay, jetzt geht der Prozess. Leider, momentan unsere Internetverbindung ist sehr schlecht. Ja. Moment, bitte. Moment, bitte. Noch ein Moment. Ja, noch. Sind aber viele Momente. Okay, ein Moment. Noch ein Moment. Scheiße. Ja. Wir haben scheiße Verbindung. Ehrlich gesagt, scheiße Verbindung. Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Wie bitte? Von wo aus rufen Sie denn an? Jetzt rufe ich Sie aus der Schweiz. Nee. In der Schweiz, Schweiz ist in Europa ja, das Land mit der besten Internetverbindung. Ja, ja, in unserem Amt, ja, in unserem Amt momentan, ja, wir genauer gesagt, wir arbeiten mit einem Netz, ja, und momentan in 2 oder 3 Stunden Arbeit funktioniert unser Netz einfach schlecht aus diesem Grund. Ich höre Sie nicht gut, Sie hören mich so nicht so gut. Und jetzt öffnen Sie nochmal Ihre E-Mail-Adresse. Ja, aber ich sehe gerade, Sie rufen gar nicht aus der Schweiz an. Sie rufen aus Griechenland an. Okay, hören Sie mich. Ja, hören Sie mich oder nein? Trotzdem rufen Sie aus Griechenland an. Ja, genau. Ja, Sie haben gesagt, Sie rufen aus der Schweiz an. Was ist der Unterschied einfach? Ja, weil, kann ich Ihnen sagen, die Schweiz ist ein Nachbarland von Deutschland und Griechenland ist ganz, ganz viele Kilometer entfernt. Am Mittelmeer. Ja, verspotten Sie mich, ja? Oder? Nein, wieso? Wissen Sie nicht, wo Griechenland liegt? Okay, okay, lassen Sie uns über unsere Arbeit sprechen, ja? Ja, mir ist gut. Egal, Schweiz oder Switzerland. Ja, Ihnen ist das egal. Mir ist das nicht egal. Mir ist das nicht egal. Nein. Nein, nein, Sie sind unsere Gäste, ja, der Gäste-Kunden. Und öffnen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe unsere Webseite gesendet. Ja, die kann ich aber gar nicht aufmachen. Mein Virenscanner sagt sofort, dass Ihre Webseite Asper Investment Pro Malware enthält. Ja. Das wird gesperrt. Ja. Ihre Webseite ist virenverseucht. Wie bitte? Haben Sie jemanden, der Deutsch versteht? Ich sagte gerade, Ihre Webseite, die Sie mir geschickt haben, die ist virenverseucht. Mein Virenscanner lässt das gar nicht zu, dass die aufgeht, weil sie Viren verteilt. So. Ihre Webseite verteilt Viren.
Ach so, so warum denn? Ja. Genau. Okay, was haben Sie von mir gefragt? Ja, Sie haben gesagt, senden Sie mir bitte Ihre Webseite. Ich habe schon Ihnen unsere Webseite geschickt. Ja, schon, aber die Webseite enthält Viren. Die Webseite enthält Viren. Das kann keine reale, normale Firma sein, wenn eine Webseite der Firma Viren verteilt. Ja, genauer gesagt, wir haben hier unsere Webseite noch unsere Lizenz. Nee, die Webseite, eine Webseite mit einer Lizenz kann kein, mit Viren kann keine Lizenz haben. Okay, was meinen Sie damit? Was möchten Sie sagen? Ich möchte damit sagen, dass Ihre Webseite Viren verteilt und dass keine legale Firma würde Viren verteilen. Wo haben Sie denn eine Lizenz? Wo haben Sie denn eine Lizenz? Ja, unser Unternehmen ist schon lizenziert, ja? Ja, wo denn? Ja, warten, ich schicke Ihnen nochmal. Nee, sagen Sie mir einfach, wo Sie lizenziert sind. Wer ist der Lizenzgeber? Sie besprechen mit mir, oder? Was tue ich? Hallo, Augenblick mal zuhören. Sie sagten, Sie haben eine Lizenz. Ich möchte gerne wissen, wo Sie eine Lizenz haben. Wo wir haben? Ja, genau. Wo haben Sie die Lizenz? Wer hat die ausgestellt? Hier ist Polizei oder andere. Bitte was? Okay, jetzt führen Sie mit mir eine Umfrage, oder? Ich habe nur gefragt. Sie haben doch gesagt, dass Sie eine Lizenz haben. Haben Sie gesagt? Aber das gehört nicht Ihnen. Was gehört mich? Ich habe ja auch keine Lizenz. Sie haben doch gesagt, Sie haben eine Lizenz. Dann möchte ich gerne wissen, wo Sie eine Lizenz haben. Ach so. Könnte Sie einfach unsere Firma oder unser Unternehmen einfach besuchen, oder? Ich möchte wissen, wo Sie eine Lizenz haben. Nicht wie Ihre Firma heißt, das weiß ich. Sie könnten einfach mit unserem Chef sprechen. Von mir aus, dann geben Sie mir den Chef. Vielleicht kann der das ja beantworten. Wenn Sie möchten, öffnen Sie nochmal. Ich habe Ihnen unsere Lizenz geschickt. Ja, nein, es ist keine Lizenz angekommen bis jetzt. Aktualisieren Sie bitte nochmal. Natürlich. So. Was haben wir denn Sie hier? Gefunden, ja? Ah, ja, das ist register.pca.org.uk. Dann schauen wir doch mal. Okay, schauen Sie alles. In jede Frage von Ihnen, ich kann antworten. Ja, gut, okay, gut. Also, ASPA Investment. Ich meine, dass Ihre Webseite Viren verteilt, ist ja mal das eine, ne? Weil ich kann die ja gar nicht aufmachen. Okay, das gehört unser Unternehmen, ja? Warum? Sie könnten alles ansehen, alles lesen, ja? Ja, und Ihre Webseite, Augenblick, muss ich nochmal gucken, genau. Okay, ich kann auch Sie informieren. Augenblick, bitte. Okay. Ihre Webseite? Ja, Ihre Webseite ist aspainvestment.pro, richtig? Richtig. Genau. Und diese Lizenz, Augenblick, ich muss mal ein Fenster wechseln. Moment. Augenblick. Ja, schauen Sie ruhig alles an. Ja, Moment. So, und Ihre Lizenz, die ist für eine ganz andere Firma, nämlich Asper Investment Management Limited. Ja, genau. Ja, und Ihre Trading-Seite ist aber nicht Aspa Investment Management Limited. Ach so, das gehört, ja. Das ist Aspa Investment. Unser Unternehmen heißt Aspa Investment. Ja, aber Ihre Lizenz, aber, sagen Sie nicht dauernd, okay. Ihre Trading-Webseite, die heißt asperinvestment.pro, richtig?
Ja, das ist ja. Ja, genau. So, und diese Lizenz, Genau. die Sie mir hier gegeben haben, die ist für eine Trading-Webseite Aspa Investment Management Limited. Das ist eine ganz andere Firma. Nein, nein, Doch? das ist eine, das ist gleiche, Nein, ist das es ist nicht. Die gleiche Lizenz Firma. ist für eine andere Firma. Ach so, ach Ja, so. das ist für eine Nein, ganz andere nein, Firma. Doch, ich sehe nein. es. Ich sehe es. Das kann doch nicht sein, ja? Doch, ist Warum? so. Warum? Ist so. Ich weiß es. Ich habe die Lizenz überprüft bei der FCA. Und da wird angegeben, welche Trading-Seite, wie die Trading-Seite genau heißt. Okay, ich habe Sie gut verstanden. Wer Sie sich noch nicht vertrauen, ja? Ich Nee, einem zeige Ihnen Betrüger Ihr vertraue ich nie. Handelskonto. Einem Betrüger vertraue ich nie. Okay, wenn Sie nicht vertrauen, das ist Ihre eigene Entscheidung, ja? Richtig, ich vertraue Betrüger nie. Genau. Und Sie sind ein Betrüger. Wie bitte? Ha, Sie haben wieder schlechtes Deutsch oder schlechte Leitung? Sie sind ein Betrüger. Wer sind ja? Ja, ihr seid ein Betrüger, richtig. Du bist Betrüger, oder? Na, du bist Betrüger. Du bist Betrüger. Du bist Betrüger. Du hast kein Gehirn, nach meiner Meinung. Wenn Doch, Sie wissen. aber mehr Gehirn als du, weil ich nicht auf deinen Betrug reinfalle. Du bist ein dummer Scammer, das ist alles. Okay. Ja, Okay, vielen Dank. reingefallen. Ja, genau, dummer Betrüger. Ich lach dich aus, Vielen weil du so Dank. dumm bist. Ja, genau. Okay, vielen Dank. Ja, Vielen Dank. tschüss, dummer Das geht? Betrüger. Möchtest du noch Das jemanden geht? grüßen? Möchtest du noch jemanden grüßen für das YouTube-Video? Mir ist egal. Ich ficke dich. Wie denn ohne Schwanz? Du hast doch ja keinen Schwanz. Okay. 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 Wie heißt Ihr Kanal? Wie heißt Ja, Ihre ja, Kanale? ja. Wie Kanalen, heißt? der heißt kein Ja. Schwanzkanal. Okay, wie heißt das? Kein Schwanzkanal. Da habe ich nur Leute wie dich auf dem Kanal. Okay, schauen Sie. Sie verhalten mit anderen Menschen auch so, ja? Nein, nur mit Betrügern. Nur mit Okay, Betrügern. nach meiner Meinung, Sie respektieren nicht anderen Menschen. Zum Beispiel, Sie Doch, doch, respektieren nicht nur Betrüger respektiere anderen ich nicht. Menschen, ja? Betrüger respektiere ich nicht. Und du bist ein Betrüger. Also. Du bist Okay, ein Betrüger. vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Dankeschön, Danke für den Dankeschön. Content für YouTube. Danke. Okay, Jetzt mir ist darfst du egal. auflegen. Mir ist egal. Oder möchtest du noch jemanden grüßen, die YouTube-Zuschauer zum Beispiel? Möchtest du die noch Okay. grüßen? Okay, wenn Sie möchten, ich sage Ihren Abonnenten ja eine Ja. wichtige. Ja, genau, mach Eine mal. wichtige. Okay. Die lachen jetzt schon. Na komm, sag mal. Okay, hören Sie bitte Abonnenten von dieser Kanale, ja? Bitte was? Das war nicht zu Ja, warum? verstehen. Schauen Sie, warum Schauen Sie, schauen respektieren Sie Sie. nicht anderen Menschen? Warum respektieren Sie nicht anderen Menschen? Ich respektiere Ja? keine Betrüger und du bist ein Betrüger. Warum sollte ich Betrüger respektieren? Okay, ich sage am Ende eine wichtige Sache. Ja. Ich möchte eine wichtige Sache noch hervorheben. Hervorheben. Wer bitte? Hey Russe, was ist los mit dir? Du bist doch in Russland. Ich weiß es. Du bist in Russland. Ja, du bist auch, ja. Nee, ich bin nicht in Russland. Du bist der Wie? dümmste Betrüger. Kyrillische Du hast Buchstaben in kein deiner Gehirn. E-Mail. Du hast kein Gehirn, ja. Du hast kein Gehirn. Aber mehr Gehirn als du, dass ich auf deinen Betrug Okay, du nicht bist. reinfalle. Okay, sag mir bitte, wie fühlst du dich ja in diesem Moment, wenn ich sage, du bist ein Dumpel? Ach du, das macht mir gar nichts, weil ich weiß ja, das ist Ja. eine Beleidigung von einem Betrüger. Den nehme ich sowieso nicht ernst. Wie fühlst du dich? Wie Ich fühlst du lache dich dich aus. einfach, Ich sag lache mir. dich aus. Ich lache dich Ja, aus. Ja. lach bitte. Ich lache dich aus. Ja. Habe ich doch schon. Ja, okay. Wenn ich sage dir, du bist ein Dumpel oder du hast kein Gehirn, lachst du, ja? Ja, natürlich. Ich lache über dich, weil du so dumm bist. Lachst du, dass du kein Gehirn hast? Ich lache über dich, weil du solche Äußerungen machst. Verstehst du wieder nicht, Ja. ne?
Nein, nein. Ich lache nur über dich, weil du der dümmste Betrüger bist. Ich kann dich nicht verstehen. Ja, das ist mir klar. Jetzt ist die Leitung wieder schlecht, ne? Ja, natürlich, klar. Natürlich, jetzt ist die Leitung wieder ganz schlecht. Ganz schlecht, ne? Komm, leg doch gleich auf. Leg doch gleich auf. Du legst doch sowieso gleich auf. Leg doch gleich auf. Leg doch auf. Komm, leg doch auf. Quäl dich doch nicht so. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Du wirst bei mir kein Geld verdienen. Leg doch einfach auf. Wie scheiße. Leg doch einfach auf. Ja, Dom, ja. Leg doch einfach auf. Wie bitte? Wie bitte? Ja, was? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Was? 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 Wie bitte? Komm, tu dir selbst einen Gefallen, leg gleich auf. Na komm, leg auf. Herr Rosenbaum, ich bin da und wartet auf Sie. Ja, bitte was? Ich wurde gerade gerufen. Was ist los mit dir? Der Chauffeur ist da. Der Chauffeur ist da, okay. Ja, ja, du verstehst doch sowieso nichts. Warum soll ich irgendwas wiederholen? Wie bitte? Hä, wie bitte? Hä, wie bitte? Hä, wie bitte? Hä, wie bitte? Okay. Hä, wie bitte? Wie bitte? Hä, wie bitte? Wie bitte? Hä, wie bitte? Du hast keine Datensätze mehr zum Anrufen, ne? Okay, ich habe dich schon auf Deutsch gefickt, ja? Wie denn? Wie denn ohne Schwanz? Ja. Wie willst du mich denn ficken? Du bist doch zu dumm dazu. Du bist zu dumm. Du möchtest dich ja nochmal auf russische Seite ziehen, ja? Ja, hör mal, das kannst du doch gar nicht. Ja, ja. Du hast doch keinen Schwanz. Du hast doch gar keinen Schwanz. Bist du mit mir zugestimmt? Du hast doch keinen Schwanz. Sag mal, stotterst du? Du stotterst, ne? Hast du einen Sprachfehler? Du stotterst? Hey, guy, why are you stuttering? Komm, gib doch jetzt auf. Schaff, oder? Gib doch auf. Jetzt ein Schaff. Gib jetzt doch ein auf. Schaff. Jetzt ein Schaff. Hör mal, was redest du überhaupt? Du bist doch gar nicht zu verstehen. Jetzt ein Schaff. Jetzt ein Schaff. Aber was erzählst du eigentlich? Was erzählst du da eigentlich? Du bist doch gar nicht zu verstehen. Lern doch erstmal Deutsch. Kauf die Tüte Deutsch. Hat mich auch geholfen. Wie bitte? Genau. Wie bitte? Wie bitte? Genau. Kannst du nochmal wiederholen? Wie Nein. Bitte? Wie bitte? Nein. Sag mal nochmal. Nein. Sag mal bitte. Nein. Wie bitte? Dummer Scammer. Wie bitte? Dummer Scammer. Wie bitte? Nein. Okay, sag mal bitte, wie heißt deine Kanale? Habe ich schon gesagt. Wie heißt das? Habe ich doch schon gesagt, hast du vergessen? Nach meiner Meinung hast du keinen Kanal, hast du kein Gehirn, ja? Ja, natürlich, natürlich, klar, logisch. Und der viel Hirn hat, der ruft mich an, um mich zu betrügen. Ach so, heute ist dein Tag, ja? Du musst deine Herde einfach hüten, verstehst du? Sag mal, bist du ein Ziegenficker, dass du so von Herden redest? Du bist ein Ziegenficker? Du bist ein Ziegenficker. Du treibst es mit Ziegen. Du brauchst einfach deine Herde. Ach, verstehst du treibst es mit Ziegen. Nicht. Jetzt verstehe ich das. Du bist eine Schwul. Du bist eine Schwul und treibst es mit Ziegen. Ach ja, oder mit Esel vielleicht. Hä? Treibst du es mit dem Esel? Ja, wie bitte? Ja, genau, du treibst es mit Esel. Okay, wie bitte? Ja, genau. Wie genau, ja? Du hast kein Gehirn, das ist genau... Die Zuschauer werden das schon sehen, wer das Gehirn hat von uns beiden. Wie bitte? Ja, wunderschön. Wir können noch den ganzen Tag so weitermachen. Wir können noch den ganzen Tag weitermachen. Ich habe bereits dich, ja, 4 oder 5 Mal gefickt, ja? Na, wie denn? Ohne Schwanz. Ja, möchtest du nochmal? Du fickst doch, du fickst doch nur Esel oder Ziegen. Du bist ein Ziegenficker. Okay, ich möchte nicht mit dir meine Zeit mehr ausgeben, ja? Och, schade, ich hätte doch so lange gerne noch mal weiter mit deinen Ziegen und? Gefickt. Alter Falter. Das sind also die lustigen Gestalten, die vom Finanzmarkt anrufen. Wenn die inzwischen freiwillig so viel Zeit verschwenden, um mit Menschen zu sprechen, die sicher kein Geld einbringen,
Dann liegt das sicherlich daran, dass die keine Datensätze von eventuellen Opfern mehr bekommen. So vertreiben die sich die Zeit und sorgen bei uns für Content in unseren Videos. Herzlichen Dank dafür. Damit ist das Video zu Ende und ich möchte euch für eure Aufmerksamkeit danken. Bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Woche. Euer Callcenter-Crasher.